bis hin zum finalen Absturz muss so harmlos, leichtfüßig daherkommen. Leucosia, weiß wie die Unschuld. Ligeia, die euch mit ihren Tönen erhält. Existenz singen. Es gibt Dinge, die werden sich nie ändern. Schon gar nicht bis zum 21.12. Mir die heilige Maria von die Recycling helfen. Und dann einfach das Gespräch abdrehen. Wie gehabt. Genauso machen wir das, Silvi. Okay, ich melde dann wieder. Wie lange sind Sie denn schon hier? Wie spät ist es denn? 10 Uhr. Vormittags? Natürlich, was sonst? Dann sind es wohl an die 16 Stunden mittlerweile. Sie scherzen. Sie sitzen also seit gestern Nachmittag hier. Und seither hat sich in diesem Zimmer nichts getan. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann brauchen Sie dringend Geld. Ich bin ganz sicher die Falsche. Ich bin nur wegen eines Fototermins hier. Ich weiß, Frau Kommerzialrätin Maria Steiger. Ich habe selber einen Fototermin hier. Na, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Frau sein allein ist noch kein Programm. Das sagen sogar die Feministinnen. Na, ich muss sagen, Frau Maria, Sie erstaunen mich. Sie zitieren sogar den Feminismus. Bisschen mehr nach links, Herr Magister. Niemals. Ein Kind braucht seine Mutter. Wie Salz, das Meerwasser. Und mit Kontaktlinsen sehen sie dann endgültig aus wie Zombies. Und sowas kannst du am Wahlplakat nun wirklich nicht brauchen. Ach, oh, weiter, was sagen Sie noch? Möchten Sie eine Quotenfrau sein? Wir sitzen da in irgendeinem depperten Vorzimmer, weil uns irgendwer hätte fotografieren sollen für irgendeinen Bericht, der für den Wahlkampf. Ja, wenn schon, ist mir doch wurscht. Die totale Ökonomisierung des Individuums. Der Übergriff auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Jetzt wird nicht nur mehr der Körper, sondern der gesamte Mensch ausgebeutet. Haben Sie schon mal jemanden kündigen müssen, mit dem Sie jahrelang gut zusammengearbeitet haben? Du blöd, nur wenn du es nicht hineingeschafft hast. Tja, immer nur dagegen reden geht halt nicht. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Und oben aus dem Himmelstor trat auf schwarzem Ross der apokalyptische Reiter hervor. Ich sag, hey Chef, ich bin auch eine Frau. Und er, sicher nicht. Und das war ein Kompliment, das kannst du mir glauben. Bring me some cream, make her so cute and schön langsam an seinem Spare buchen. Der Henker hat gerufen, Kadaver geholsam krepieren. Trotzdem, wir haben vorgesorgt. Versicherungen für alles und jede Eventualität an Schrecknissen abgeschlossen. Und was wird denn aus uns? Was wird denn aus mir? Ich will mich doch auch in meinen Genen selbst verwirklicht wissen. Zeigt her eure Schuh und schauet den fleißigen Mutterbienen zu. Sie sumsen, sie sumsen, sie sumsen den ganzen Tag. Nein, nein, nein! Schon der Großvater meiner Großmutter pflegte zu sagen, wenn Frauen Hosen tragen und sich ihr eigenes Leben wählen, wird garantiert demnächst die Welt untergehen. Hey, Chef! Warum schließen wir eigentlich nicht schon längst diesen ganzen Saftladen hier, ha? Ja, warum konntest du nicht einfach Maul halten und tun, was er will? Scheißfatze! Ein Mann braucht Respekt. Hörst du? Wer du jetzt fick dich und lass mich in Ruhe! So hatten wir das nicht vereinbart. Nicht diesen Tonfall, nicht diese Diktion. Du kannst doch nicht einfach neue Sirenen anheuern. Halt endlich deinen vorlauten Mund, Parthenope.
Ich will nicht immer an meine Vergangenheit erinnert werden. An welche denn? An jene der Muse des genießenden Tanzes? Na, lang ist her. Es reicht! Raus! Na, wunderbar. Und man lässt uns einfach hier so sitzen? Während draußen die Welt untergeht. Das gibt's doch nicht! Komm, endlich herein!